Mantis, das neue Flugabwehrwaffensystem der Bundeswehr im scharfen Schuss. Nieselregen und böiger Wind aus West. So beginnt der Tag auf dem Truppenübungsplatz in Todendorf. Für die Soldaten der Flugabwehrgruppe aus Husum ein besonderer Tag. Sie werden heute Ziel eines Drohnenangriffs werden. Sie sind aber gut gerüstet. Ihnen zur Seite steht das neue Flugabwehrwaffensystem Mantis. Die 35 mm Revolverkanonen werden aufmunitioniert. Die Patronen mit einer Graphitpaste eingestrichen. Später soll es keine Störungen geben bei einer theoretischen Kadenz von 1000 Schuss in der Minute. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Kanonen sind klar zum Gefecht. Das Schießen kann beginnen. Einen knappen Kilometer entfernt auf der Nachbarschießbahn die Gegenspieler. Auch hier sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Ein Mitarbeiter der Firma erklärt den Drohneneinsatz. Die Aufgabenstellung ist, eine möglichst reale Zieldarstellung zu betreiben und das Waffensystem mit Raketen anzugreifen. Wir verwenden dazu zwei Drohnen. Sie sehen hier die große Drohne, das ist die DT-25 Carrier. Die trägt eine kleinere Drohne in das Schießgebiet, die DT-55. Klingt sie dort aus im Tiefflug, sodass wir dann quasi wie eine bodengestartete Rakete mit unserem Simulator starten, fliegt dann einige Kilometer in Richtung des Waffensystems, entsprechend einem ballistischen Raketenflugbahn, sodass das System real angegriffen wird und die ganzen automatischen Bekämpfungsabläufe ausgelöst werden können. Dann ist es soweit. Mit Hilfe eines Katapults bekommen die Drohnen Starthilfe. Danach übernimmt der Raketenantrieb. Kaum in der Luft wird die Drohne aufgeklärt. Über Radar und TV-Bild wird das Zielobjekt in der Bedien- und Feuerleitzentrale analysiert. Die kleine Zieldrohne wird jetzt ausgeklinkt. Die Trägerdrohne fliegt wieder zurück. Immer das Ziel im Auge, wird Feuerbefehl gegeben. Treffer. Die Trägerdrohne hat sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Der kontrollierte Absturz wird eingeleitet. So leicht lässt der Kontrollturm aber nicht locker. Die eine Drohne landet, weitere Drohnen werden auf Befehl im Minutentakt gestartet. Das System und die Soldaten sollen an ihre Grenzen gebracht werden. Doch die Sensoreinheit reagiert blitzschnell. Durch das Suchradar wird die Drohne aufgeklärt, das Folgeradar übernimmt und bleibt im Ziel. Im Inneren der Bedien- und Feuerleitzentrale haben die Soldaten nun maximal 20 Sekunden Zeit, das Flugobjekt zu identifizieren und die Bekämpfung einzuleiten. Nach Freigabe durch den Kommandanten der BFZ errechnet das Waffensystem in Bruchteilen von Sekunden, wann und welche der vier Kanonen optimal wirken kann und schießt. Das Schießen ist für heute beendet. Insgesamt 6 Drohnenangriffe konnten erfolgreich abgewehrt werden. Nachbereitung. Der Leitende wertet mit seinen Soldaten den Tag aus und scheint zufrieden mit der Leistung seiner Staffel zu sein. Das erfüllt mich mit Stolz, Menschen zu haben, für die man verantwortlich ist, die einem anvertraut wurden, die hochprofessionell ihre Arbeiten im Rahmen von Vorbereitungen während der Durchführung einschließlich der Nachbereitung absolvieren und durchführen. Und das kann ich mit Gewissheit sagen für unser Projekt, was wir hier im Verbund gemeinsam als Kampfgemeinschaft durchführen, die letzten vergangenen 2 Wochen. Mantis, das neue Flugabwehrwaffensystem der Bundeswehr. In der Zukunft wird es einen wesentlichen Beitrag zum Schutz von Personal und Einrichtungen im Einsatzgebiet leisten können.